Hallo zusammen, mein Name ist Lisa und ich studiere hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Normalerweise wäre der Campus hinter mir jetzt voll mit Studierenden, vor allem aber mit euch, den Erstsemestern. Da wir leider immer noch nicht in den Normalzustand zurückgekehrt sind, könnt ihr die Campi in St. Augustin Dreimach immer noch nicht so erkunden, wie es eigentlich der Fall gewesen wäre. Hallo ihr Lieben! So, ich muss einmal kurz dazwischen grätschen. Ich melde mich gerade aus Dublin, wo ich mein Auslandssemester zurzeit mache. Denn es gibt Neuigkeiten. Und zwar dürfen wir ab sofort endlich wieder in Präsenz an der Hochschule studieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, ich würde sagen, guckt euch jetzt aber trotzdem erstmal das Video an. Und genau, da kriegt ihr nämlich auch ein bisschen Informationen zum Auslandssemester. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen einmal an mit den Lageplänen, die seht ihr hinter mir. Die findet ihr sowohl am Campus in St. Augustin als auch in Rheinbach. In Rheinbach findet ihr den Fachbereich angewandte Naturwissenschaften und einen Teil der Wirtschaftswissenschaften. In St. Augustin findet ihr zum einen den Fachbereich Informatik und den Fachbereich EMT sowie den anderen Teil der Wirtschaftswissenschaften. Ihr findet hier unter anderem auch einen Teil des Fachbereichs 06. Das ist der Fachbereich Sozialpolitik und soziale Sicherung. Der ist einmal ein bisschen weiter weg die Straße entlang. Der Hauptsitz des Fachbereichs liegt aber im Campus an Hennef. Hier in Hörsaal 1 in St. Augustin werden viele von euch bald sitzen und hoffentlich etwas lernen. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. In Rheinbach gibt es natürlich auch seinen Audimax. Das sind die Hörsäle 1 und 2, die haben eine ähnliche Sitzkapazität. Und damit euer Studium auch wirklich erfolgreich wird, gibt es jede Menge Anlaufstellen, sowohl hier auf dem Campus als auch in Bonn. Und die wohl erste Frage, die sich so ziemlich jeder angehende Student stellt, ist: Wo wohne ich eigentlich während des Studiums? Ja, Wohnen und Kohle, wenn das nicht geklärt ist, dann läuft auch mit dem Studium nichts. Hier im Studierendenwerk in der Bonner Lené-Straße bekommt ihr Hilfe. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Hallo zusammen. Hallo. Herr Anders, wie können Sie uns denn konkret bei Geld- und Wohnungsfragen helfen? Genau, wir sind hier in der BAföG-Zentrale. Hier geht es in erster Linie für die Antragstellung für das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Also jeder, der einen Antrag stellen will, sich informieren will, kommt am besten erstmal hierher. Man kann aber auch alles online abwickeln. Und was wir noch vor allem machen, sind Wohnheimplätze anbieten, deutlich über 3000 Plätze. Auch da alle Informationen auf unserer Webseite, aber auch gerne persönlich in der Beratung bei unserem Team, auch hier im Gebäude. Was die Finanzierung eures Studiums betrifft, da hat auch der ASTA, der Allgemeine Studierendenausschuss, jede Menge Tipps für euch. Ich treffe jetzt den André, das ist der Vorsitzende des ASTA. Hallo André. Oh, hi. Mit welchen Fragen können die Studierenden bzw. die Erstis denn zu euch kommen? Ja, also zum einen bieten wir, wenn das Studium bedroht ist, ein zinsloses Darlehen an, aber auch einen Rechtsberatungsgutschein. Und zudem haben wir auch ein Sportangebot, an dem die Studierenden kostenlos daran teilnehmen können. Wenn ihr euch engagieren wollt, seid herzlich dazu eingeladen. Ihr Lieben, wir befinden uns gerade vor dem Büro der Fachschaft Informatik. Die Fachschaften, das sind Verbände von Studierenden, die zuständig sind für die einzelnen Fachbereiche. Und wir sind der erste Ansprechpartner für euch bei jeglichen Fragen oder Problemen und sind natürlich auch in erster Linie dafür zuständig, euch ein gutes Studentenleben zu ermöglichen und euch mit speziellen Getränken zu versorgen. Vielleicht habt ihr ja sogar mal Lust, ein Semester im Ausland zu studieren. Hier im Gebäude E in St. Augustin findet ihr das International Office, das euch bei der Auslandsplanung hilft. Hallo zusammen. Hallo. Wie genau helfen Sie denn den Studierenden bei der Auslandsplanung? Ja, wir beraten Studierende zum Beispiel, die für ein Semester an einer Partnerhochschule studieren möchten oder auch ein Praktikum im Ausland machen möchten. Und wir beraten auch zum Thema Finanzierung eines solchen Aufenthaltes. Wenn ihr für euren Auslandsaufenthalt sprachensicher sein wollt, dann kann euch hier im Sprachenzentrum geholfen werden. Hallo! Hallo! Hallo Frau Bergmann! Welche Sprachen kann man denn über das Sprachenzentrum lernen? Wir bieten derzeit insgesamt 12 Fremdsprachen an. Für die meisten Studiengänge ist Englisch in den Studiengang integriert, aber darüber hinaus haben wir auch Kurse in Deutsch als Fremdsprache für die internationalen Studierenden, Spanisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Niederländisch, was das Herz begehrt.
Und gibt es auch Angebote, die Sie über die Sprachkurse hinaus anbieten? Ja, das haben wir auch. Wir haben Workshops in interkultureller Kommunikation, ein Sprachtandem-Projekt, wir haben Sprachprüfungen für die Hochschulzugangsberechtigung und ein Schreibzentrum in den Sprachen Deutsch und Englisch. Schreibzentrum, das ist ein guter Hinweis. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt mal hin. Ja, wir befinden uns gerade im Schreibzentrum. Hallo zusammen. Frau Menne, was genau ist denn das Schreibzentrum? Im Schreibzentrum helfen wir euch bei Texten, die ihr im Studium schreiben müsst. Und zwar Hausarbeiten, Bachelorarbeiten später, Masterarbeiten, auch Lebensläufe. Und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Zum Beispiel, wenn ihr später ein Praktikum im Ausland machen möchtet, dann kann Frau Jetz-Wolf euch helfen, einen Lebenslauf auf Englisch zu verfassen. Das klingt sehr spannend, vielen Dank. Übrigens, alle Angebote, sowohl das International Office als auch das Schreib- und Sprachenzentrum, findet ihr natürlich auch in Rheinbach. Es gibt auch jede Menge Möglichkeiten, sich selbst an der Hochschule einzubringen. Hier ist zum Beispiel gerade Redaktionssitzung unserer Hochschulzeitung Doppelpunkt. Komm mal hin. Wer kann denn bei euch Redaktionsmitglied werden und wie geht das genau? Ist ganz einfach. Man muss nur hier an der Hochschule eingeschrieben sein, ganz egal in welchem Studiengang, ganz egal ob Bachelor oder Master und an welchem Standort. Und dann muss man sich nur bei uns melden und sagen, ich möchte mitmachen. Dafür gibt es dann zu Beginn der Vorlesungszeit immer eine E-Mail an alle. Und wenn man sich dann darauf meldet, dann nimmt man an der ersten Redaktionssitzung teil und dann ist man dabei. Okay, und habt ihr vielleicht auch mal ein Thema für mich? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du mal Lust hast, das hatten wir länger nicht mehr, über den BRS Motorsport zu schreiben, wäre das eine super Sache. Okay, ja, dann gucke ich mal, ob die Jungs von der Truppe da sind und danke euch erstmal. Hallo! Ich soll hier eine Luna treffen. Wo finde ich die? Hi, Luna. Ja, hier findest du unsere Luna. Jetzt ohne Scheiß, euer Auto ist Luna. Ja, steht ja dran. Kann man das lesen. Okay, ja gut. Dann erzählt mir doch einfach mal ein bisschen was über euch und über Luna. Seit 2014 fahren wir mit einem Elektro-Rennwagen, den wir jedes Jahr selbst bauen. Hier von Studenten aus der Hochschule, alle Fachbereiche. Von BWL über Informatik zu den Ingenieurswissenschaften, Maschinenbau, NI, ET. Unsere Luna ist jetzt von 2021 noch etwas zickig, aber die wird auch noch. Ja, angetrieben mit 4 Motoren, 80 kW. Maximale Spitzenleistung, 0 auf 100 in ja, gut 2 Sekunden, 2,3. Okay, das heißt, die gute Luna ist sehr schnell, ja? Das kann man so sagen, ja. Okay. Ja gut, dann komme ich mal zum nächsten Rennen und dann feiere ich euch an. Was ich an unserer Hochschule super finde, ist die gelebte Diversität und die offene Kultur. Wir wollen tolerant sein, sodass sich jeder frei entfalten kann und einfach sein kann, wie er ist. Respekt wird also groß geschrieben und es gibt sogar eine Initiative, die sich für einen wertschätzenden Umgang miteinander einsetzt. Ihr von der Initiative Respekt habt ja jede Menge Aktivitäten zum Thema Diversität. Was für Angebote habt ihr denn für unsere Studis? Unsere Initiative Respekt bietet über das Jahr verteilt vielfältige Veranstaltungen mit Diversitätsbezug an. Hierzu zählen zum Beispiel Workshops zum Thema Diversity Empowerment oder Austauschformate zu Inklusion. Unser Viva Diversity-Format gibt euch die Möglichkeit, selbst eine Veranstaltung zu einer Diversitätsfacette eurer Persönlichkeit zu organisieren. Wir unterstützen euch sehr gerne dabei. Vielleicht steht der oder die ein oder andere von euch ja vor der Frage, wie bekomme ich eigentlich Kind und Studium unter einen Hut? Wir haben sowohl in Rheinbach als auch in St. Augustin ein Eltern-Kind-Arbeitszimmer, in das ihr euch mit eurem Nachwuchs zurückziehen könnt. Da drinnen steht euch auch ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung. Mehr dazu erfahrt ihr hier in der Gleichstellungsstelle. Hallo! Hallo! Wie können Sie von der Gleichstellungsstelle den Studierenden denn helfen? Ja, wir versuchen, Studierende mit Kind dabei zu unterstützen, wie sie das Studium mit ihrem Familienleben vereinbaren können und versuchen, individuelle Lösungen dabei zu finden.
Für ein erfolgreiches Studium darf vor allem eins nicht fehlen und das ist die Bibliothek. Denn Lernen und Studieren ohne Bib, das geht auf gar keinen Fall. Deswegen findet ihr sowohl in Rheinbach als auch in St. Augustin jegliche Bücher und digitale Lernmöglichkeiten hier. Ja, genau. Die Bibliothek ist eure zentrale Anlaufstelle für das Lernen und Arbeiten im Studium. Wir besorgen die Literatur, die ihr benötigt, beraten zu Recherche und wissenschaftlichem Arbeiten und unterstützen als zentrale E-Learning-Stelle alle eure Fragen rund um die Lernplattform Lea. Viele unserer Services gibt es digital. Nutzt zum Beispiel unsere Online-Sprechstunde, unsere Online-Workshops oder hört in unsere Podcast-Veranstaltung hinein. Wir sind aber auch in der Corona-Pandemie geöffnet und persönlich für euch da. Bei uns an der Hochschule bekommt ihr alles, was ihr für ein erfolgreiches Studium benötigt. Und ihr könnt sogar euer eigenes Start-up gründen. Auch damit seid ihr nicht alleine, denn wie das geht, das erklären euch jetzt Alida und Christoph. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Was genau sind denn eure Aufgaben und wie unterstützt ihr die Studis bei der Gründung eines Start-ups? Also erstmal sind wir die Startup-Manufaktur, das Gründungszentrum der Hochschule. Und wenn ihr irgendeine Idee habt oder auch noch nicht mal eine Idee habt, dann könnt ihr einfach zu uns kommen und wir besprechen das einfach zusammen und gucken, wie wir euch helfen können. Genau, das heißt, wir bieten euch einmal eine kostenlose Gründungsberatung an. Das heißt, wir entwickeln zusammen mit euch Startup-Ideen und helfen euch und geben euch auch Feedback zu eurem Businessplan zum Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele tolle Events, wo ihr verschiedene Startups kennenlernen könnt. Und wir freuen uns sehr, euch bald kennenzulernen. Und wenn es nicht das Startup wird, dann wollt ihr nach eurem Abschluss ja vielleicht sogar einen Doktortitel machen. Geht nicht an der Hochschule, oh doch. Wir haben eigens dafür ein Institut hier am Campus in St. Augustin. Hallo Herr Professor Herpers, Sie sind Direktor des Graduierteninstituts. Ein Doktortitel an einer Hochschule erlangen, wie geht das? Das geht schon seit vielen Jahren, derzeit in der Regel in Kooperation mit universitären Partnern. Aber in Zukunft werden wir das in Eigenregie durchführen können im Rahmen des Promotionskollegs NRWs. Und das Graduierteninstitut unterstützt Sie dabei durch Stipendien und viele andere Unterstützungsmaßnahmen. Das klingt sehr interessant. Ein Doktortitel für mich? Das müsste ich mir doch noch mal überlegen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen Campus-Tour ein bisschen dabei helfen, einen besseren Überblick zu bekommen. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich noch viele Fragen haben werdet. Tipp von mir an der Stelle, fragt einfach. Wir sind eine super familiäre Hochschule und hier bekommt man echt jederzeit Hilfe, natürlich auch gerade bei den Studierenden aus den höheren Semestern. Und ja, von meiner Seite aus war es das schon. Ich sag bis bald und man sieht sich.